Da bin ich wieder, für mich zumindest. Ich habe euch nämlich gerade im letzten Vlog oder beziehungsweise gerade im Auto gesagt, bis gleich zum DM-Haul. Also jetzt erst einmal wieder Hallo zu diesem neuen Vlog. Ich zeige euch jetzt alles, was ich gerade im DM gekauft habe. Es ist wieder eine volle Tüte und ich habe zwei Sachen noch, habe ich euch ja schon erzählt, bei meinem Mobiliar gekauft. Ich zeige euch die Sachen jetzt ganz kurz. Der Diaz ist eigentlich ganz gut am Schlafen. Ich konnte ihn direkt hinlegen, total unkompliziert. So, da steht ihr jetzt ganz gut. Ich musste gerade ein bisschen lachen. Ich habe die letzten Tage ja immer wieder Probleme mit Vodafone hier gehabt, also mit meinem Internet zu Hause, DSL. Und zweimal habe ich mich so sehr darüber aufgeregt, weil es einfach mittlerweile fast zwei, dreimal die Woche passiert, dass ich das auf Insta-Story gepostet hatte und mich richtig darüber ausgekotzt habe. Und die haben mir gerade einfach auf meine Story, weil es ist gestern erst wieder vorgekommen, die haben mir gerade auf meine Story geantwortet. So lustig. Hallo Amanda, deine Situation können wir hier leider nicht lösen. So von wegen, warum kotzt du dich hier auf Insta-Stories darüber aus? Wir können doch gar nicht dir weiterhelfen. Bitte wende dich in solchen Fällen an die Seite bla 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 und schildere den Kollegen dein konkretes Anliegen per DM, also per Direktmessage. Viele Grüße. T. Also da steht der richtige Name, aber ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt nennen. Ja. Dazu sage ich gar nichts. Ich werde darauf auch nicht antworten. Das nervt dich vielleicht, wenn irgendjemand, der vielleicht ein paar mehr Follower hat, so Sachen total konkret öffentlich macht. Ist mir aber wurscht, weil das sind einfach, das ist ja schon kein Rufmord, was ich mache, sondern das ist ja wirklich Tatsache. Ich habe da, gestern war es so, dass das Internet wieder nicht ging und ich gerade dabei war, ein Video hochzuladen, beziehungsweise Sachen zu bearbeiten und dann stand schon wieder da, dass das Internet gerade nicht ging und das habe ich halt eben direkt abfotografiert. Also, deswegen könnt ihr mir auch nicht unterstellen, dass irgendwas nicht stimmen würde. Also, ich bin echt mega genervt. Also, wenn wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres umziehen, denke ich, dass wir zur Telekom wechseln werden, weil ich habe keine Lust mehr auf diesen Scheiß, ganz ehrlich. Das nervt mich richtig. Naja, egal. Ich zeige euch jetzt ganz kurz die Sachen, die ich, habe ich euch ja schon gesagt, beim mein Mobiliar gekauft habe ich ja schon gesagt, von BMF möchte ich ja für das Haus, für die neue Küche dann wirklich schöne, hochwertige Sachen einfach kaufen, die dann einfach viele Jahre halten. Und da habe ich bei BMF zugeschlagen und zwar das hier kostet normalerweise das Set 29,95 und es war jetzt gerade, ist es wahrscheinlich, also es ist auf jeden Fall so eine Angebotssache gewesen für 19,99. Das sind diese drei Teile hier. Mit so einem schwarzen Griff. Hier steht BMF und ich finde es ganz gut, dass es hier so ein, ja, so eine Ausbuchtung hat, dass man das auch aufhängen könnte, wenn man möchte, weil ich da noch überlegen bin, ob ich aufhänge oder doch alles in die Schubladen verstaue, weil wir schon viel Stauraum jetzt haben. Und ja, also richtig gut. Und das zweite, das habe ich ja schon gesagt, das wollte ich mir eh schon lange kaufen, ist so eine richtig schöne Karaffe. Glaskaraffe, wo das hier oben dann so ist, dass es wirklich, wenn man das schüttet, kommt das Wasser raus. Und wenn man es wieder zurücktut, dann bleibt es halt eben auch drinne. Ja, und die ist recht teuer. Ah, hier steht's. Die kostet, also hier steht sogar noch der Preis. Also normalerweise kostet die 39,95. Ich werde gerade angerufen. Ich rufe gleich zurück. Weil jetzt schläft der Elias gerade und dann kann ich lieber schnell den Haul machen. 39,95 und der ist jetzt gerade im Angebot für 19,99. Und da musste ich einfach zuschlagen. Also die zwei Sachen für 40 Euro kann man echt gar nichts sagen. Die Karaffe werde ich auspacken, die werde ich jetzt schon benutzen, weil ich brauchte tatsächlich eine. Und das werde ich aber dann auch in den Keller stellen. So, jetzt kommen wir mal zum DM-Haul, weil ich möchte nicht, dass dieses Video wieder zu lang wird. Also, ich habe jetzt allererstes mal Zewa gekauft. Das war ja einer der Sachen, weswegen ich auch in den DM musste. Ganz dringend Zewa. Dann habe ich zweimal mitgenommen von DM Bio die Mais-Reiswaffeln. Also, die normalen Reiswaffeln, die sind okay, aber diese Mais-Reiswaffeln, ich finde, also die schmecken echt so nach Popcorn. Ich finde die mega, mega lecker. Ja, habe ich direkt zweimal mitgenommen, weil einmal möchte ich die in den Urlaub mitnehmen. Einfach so, wenn ich irgendwie was knabbern möchte am Strand oder so, dann habe ich keine Lust auf was weiß ich was zurückzugreifen. Wir haben ein All-Inclusive-Hotel, ja. Aber ich möchte nicht den ganzen Tag was weiß ich was essen. Also ich möchte ja nicht zurückkommen und dann irgendwie 10 Kilo zugenommen haben. Und ich esse die ja jetzt auch gerade, weil ich ja jetzt gerade in meiner Abnehmphase bin. Und wenn ich dann halt mal irgendwie Lust habe, was zu knabbern, dann esse ich die Dinger ganz gerne. Genau. Dann habe ich hier Pampers Baby Dry mitgenommen. Ich bin nicht der allergrößte Fan von diesen Baby Dry Wimpern. Windeln.
Aber ich habe jetzt noch keine anderen gesehen. Die sollen angeblich auch irgendwie neu sein. Irgendwas habe ich da eine Nachricht von Pampers bekommen. Keine Ahnung. Also ich mag diese ganz normalen, die ich für den Tag verwende. Diese Premium Protection. Ich finde die richtig, richtig, richtig gut. Und da benutzen wir die Zweierwindeln. Und die passen ihm super. Die passen auch noch eine ganze Weile. Und bei diesen Nachtwindeln ist es so, dass die ihm nicht wirklich gut passen. Die sind wirklich eigentlich eine Nummer zu klein. Und deswegen bin ich jetzt mal auf die Nummer 3 umgestiegen. Weil die Zweierwindel, ich glaube, die geht von 4 oder 5 Kilo bis 8 Kilo. Und die Dreierwindel geht dann wiederum von 6 bis 10 Kilo. Also es kommt dann wahrscheinlich irgendwie drauf an, wie das Kind vielleicht gebaut ist oder so. Ich habe keine Ahnung, wieso das sich dann überlappt, dass die Zweierwindel bis 8 Kilo geht und die Dreier dann aber schon bei 6 Kilo anfängt. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Dreierwindeln, wie gesagt, mitgenommen, weil die Zweier ihnen nicht passen. Aber nur die Nachtwindeln. Die Tagwindeln, die sind super. Die passen auch, wie gesagt, eine Weile. Also keine Ahnung, wieso das dann so ist. Dann habe ich hier wieder mal so eine Box mitgenommen. Dadurch, dass wir ja hier mit unseren, oder beziehungsweise ich hier mit meiner Allergie zu kämpfen habe oder hatte. Ich habe die momentan ganz gut unter Kontrolle. Durch mein Asthma-Spray und durch meine Tabletten merke ich eigentlich fast gar nichts am Tag. Außer, dass ich halt echt ein bisschen müde ab und zu bin. Ja, aber wir haben die ohne Ende aufgebraucht und solche, diese kleinen Boxen haben wir keine mehr, außer die, wo ihr mal wieder draufsteht. Dann habe ich Carefree Plus mitgenommen. Auch wieder die langen mit diesem frischen Duft. Ich mag die einfach am liebsten. Ich benutze die seit vielen, vielen Jahren. Zeige ich euch immer wieder. Dann habe ich jetzt für den Urlaub meine Maxi Wattepads mitgenommen. Ich kaufe ja immer diese großen, wo weiß ich, wie viele drin sind. Aber ich habe jetzt mal die hier, die kleinere Version eben mitgenommen. Die sind immer ein bisschen dünner als diese langen. Mag ich nicht ganz so gerne. Aber für den Urlaub, und ich werde wahrscheinlich auch da nochmal ein paar rausnehmen, weil ich brauche keine 50 Wattepads. Wobei, ich benutze am Tag auf jeden Fall 3 Wattepads. Also morgens, mittags, abends auf jeden Fall. Ja, und wir sind ja 9 Tage da. Vielleicht lasse ich doch alles mal drin. Auf jeden Fall habe ich hier so eine kleine Variante mal dann für den Urlaub mitgenommen. Dann für den Lias seine Wattepads. Ja, ich habe aktuell, glaube ich, noch 2 Packungen oder eine Packung, keine Ahnung. Einfach mal, um aufzurüsten. Dann habe ich für die Katzen, wir haben zwar aktuell noch, glaube ich, genug da, aber ich weiß nicht, ich habe immer, wenn ich in Urlaub gehe, will ich von allem zu viel da haben, gerade was die Katzen angeht, dass da keiner irgendwie, der dann aufpasst. Okay, meine Schwester ist jetzt in dem Fall da, die kennt sich ja auch mit Tieren aus, aber ansonsten bin ich da immer so total krass. Ich habe wieder hier deren Lieblingsmarke mitgenommen, einmal Sensitiv Truthahn und einmal Lachs. Also die essen von dieser Marke eigentlich alle Sorten sehr, sehr gerne. Dann habe ich einmal von Sundance Sunspray mitgenommen mit Lichtschutzfaktor 50. Wir haben schon einmal jetzt dieses, das habe ich euch in den letzten Hauls gezeigt, und zwar ist es so transparent. Also wenn man das drauf sprüht, ist es einfach transparent. Man muss es aber trotzdem noch mal ein bisschen einreiben. Hat auch Lichtschutzfaktor 50. Ich weiß gar nicht, ob das wasserfest ist, aber der hier ist jetzt wasserfest und hat auch einen Sofortschutz, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Also ich benutze die Sundance-Produkte seit so vielen Jahren. Ich bin davon richtig, richtig überzeugt. Ich mag die sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe ansonsten alles jetzt zu Hause, aber bei der Sonnenmilch war ich mir nicht so sicher, ob ich nicht lieber doch 2 Flaschen mitnehmen soll, weil mein Freund und ich werden uns damit ja logischerweise eins sprayen. Und das letzte Mal, als wir in Mauritius waren, vor also letztes mit Ende letzten Jahres, war es so, dass ich, glaube ich, nur eine Flasche mit hatte und dass die uns gerade so gelangt hatte für 7 Tage. Und jetzt sind wir ja länger da und keine Ahnung, deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal nochmal nicht die durchsichtige Variante, sondern richtig diese weiße Milch, also dieses Milch, aber alles in Spray. Ich mag das überhaupt nicht, diese Sonnenmilch drauf zu machen und dann da rumzuschmieren. Man muss auch damit einreiben, aber die kommt schon mal wenigstens so schön fein rausgesprayt und man muss da wirklich nur einmal zack, zack. Einmal so rub rub machen und dann ist es schon fertig. Man muss da nicht irgendwie total einreiben, massieren, bis dieses ganze weiße Zeug weg ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Sonnenmilch ist mitgekommen. Dann habe ich hier diese Babylöffel. Die habe ich jetzt, weil ich mich ja über Beikost und so weiter informiert hatte.
Übrigens, falls jetzt jemand diesen DM-Haul schaut und eigentlich sonst meine Vlogs nicht verfolgt, ich zeige euch jetzt ein paar Babyartikel, die dafür sind, für die nächste Beikost praktisch, mit der wir jetzt bald anfangen. Darauf hat mein Arzt mich auch heute hingewiesen, dass wir dann jetzt bald damit anfangen sollen. Nicht dürfen, sondern auch sollen. Und wenn euch das näher interessiert wegen der Beikostgeschichte, dann schaut mal bitte in meinen letzten Vlog vorbei. Da erkläre ich alles ganz genau, falls ihr jetzt denkt so, oh mein Gott, dein Kleiner ist doch erst so und so viel Wochen, Monate alt, warum machst du das denn jetzt? Also bitte einfach in den letzten Blog schauen, dann erkläre ich das alles ganz genau, falls das sich jetzt jemand wundert. Da kommt auch noch Beauty, aber da ist jetzt zumindest, ja, ich habe auf jeden Fall noch eine richtig geniale Haarmaske. Oh mein Gott, die ist geil. Die muss ich euch gleich als nächstes zeigen. Also, ach, hier ist so ein Fühldings. Erst einmal habe ich diese Babylöffel mitgenommen. Die habe ich nämlich in einem Vlog gesehen. Und zwar sind das welche, die reagieren auf Temperatur. Also die werden durchsichtig. Hier das in der Mitte wird durchsichtig, wenn das Ganze zu heiß ist, wenn das Essen zu heiß ist. Und wenn es dann wieder eine normale Temperatur hat, dann bekommt es wieder seine Farbe. Finde ich richtig cool. Hier steht ab 3 Monate plus. Ich weiß nicht, welches 3-monatige Kind so einen Löffel gebrauchen könnte, beziehungsweise für was. Aber steht zumindest drauf. Also finde ich richtig, richtig cool. Und ich hatte das eben in einem Vlog gesehen von einer Mama und fand es so interessant. Und sie hatte die Marke aber nicht genannt. Und dann habe ich das jetzt gerade durch Zufall bei DM gesehen und dachte mir, das musst du haben. Das fand ich einfach mega. Gerade für meinen Freund, wenn er sich dann nicht so sicher ist und dann den Löffel einfach benutzen kann und dann genau weiß, okay, es ist noch zu heiß. Also finde ich mega. Dann habe ich hier eine Reisezahnbürste mitgenommen. Die nehme ich immer mit, egal wo ich hinreise. Ich habe hier zu Hause eine elektrische Zahnbürste. Aber ich werde einen Teufel tun und die irgendwie mitschleppen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Das macht mein Freund immer total verrückt. Ich mache das nicht. Also ich nehme hier so eine Reisezahnbürste mit. Die kann man hier runterklappen. Dann hat man eben nur dieses kleine Teil. Und wenn der Urlaub vorbei ist, dann schmeiße ich die auch immer dort vor Ort weg. Also ja, ich weiß nicht. Ich mache das schon immer so. Das ist einfach meins. Dann habe ich hier so eine Babyschale, Breischale mitgenommen. Von Babyloch, so schaut die aus. Ich habe zwar hier Tupper-Produkte, also von Tupperware, die auch so Plastik sind, aber da war ja schon weiß der Geier was alles drin, da sind auch Kratzer drin und ich weiß nicht, was es letzten Endes alles vielleicht dann doch absondern könnte. Ich weiß es nicht, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen. Und vor allen Dingen hatte ich hier unten so eine, ja, das ist so rutschfest einfach, dass wenn man das jetzt auf den Tisch stellen würde, würde das nicht einfach mal hin und her rutschen, wenn man da aus Versehen mal drankommt, sondern das ist halt so eine rutschfeste Angelegenheit. Hier steht auch Anti-Rutsch-Boden, genau. Und hier steht auch nach dem 4. Monat kann man das Ganze benutzen. Ich werde jetzt einfach mal dann damit anfangen und loslegen. Ja, ich werde mir bestimmt irgendwann mal dann vielleicht ein schönes Set holen und so weiter, aber jetzt erstmal für den Anfang, um das Ganze mal zu testen und zu schauen und so. Anti-Rutsch ist, glaube ich, niemals verkehrt. Nicht bei Kindern. Dann haben wir habe ich dreimal hier von Aptamil, habe ich euch ja schon oft gezeigt, die AR-Anti-Reflux-Nahrung mitgenommen. Das ist bei vermehrtem Spucken und Aufstoßen und das hatte der Kleine ja am Anfang, der hat gespuckt ohne Ende. Nach jedem Essen ist die Hälfte wieder rausgekommen. Das war eine reine Katastrophe gewesen und seit wir diese AR-Nahrung benutzt haben, ist alles super, es bleibt alles drin, er spuckt gar nicht. Also das ist ganz, ganz selten, dass da mal ein bisschen was rauskommt. Also das ist mega. Wenn ihr Spuckbabys habt, ganz große Empfehlung. Und ich habe davon jetzt 3 Stück mitgenommen aus dem Grund, wir brauchen 3 Stück für unseren Urlaub. Wir haben das Ganze ausgerechnet und geschaut und gemacht, wie viel wir ungefähr brauchen für die 9 Tage. Und da ist tatsächlich so 2,5 Packungen rausgekommen. Aber wir werden einfach mal 3 Stück mitnehmen. Besser zu viel als zu wenig. Ja, dann habe ich einmal Kontaktlinsen mitgenommen. Und zwar nur eine. Wieso, Max? Die hatten nur noch eine von meiner Stärke, da ist aber auch nicht schlimm. Also ich habe hier 2 Kontaktlinsen noch zu Hause. Ich möchte jetzt nämlich vor dem Urlaub 2 neue anziehen. Ich brauche auch mal, ich merke das schon von den Kontaktlinsen her, dass die nicht mehr so toll sind. Ich muss da wieder neue reinmachen. Und ich nehme immer gerne eine als Reserve in den Urlaub mit. Falls mir eine irgendwie kaputt geht oder mir eine mal rausrutscht oder verlieren gehen sollte. Es ist mir tatsächlich noch nie passiert im Urlaub, dass ich eine irgendwie verliere. Mir passiert es auch so nicht, dass ich eine verliere. Aber falls ich mal irgendwie doof drankomme und die kaputt geht oder sowas. Wie gesagt, ist mir noch nie passiert. Passiert mir auch nie zu Hause. Aber man weiß nie. Es passiert genau dann. Solche Sachen passieren genau dann, wenn sie nicht passieren sollen. Und deswegen nehme ich lieber mal immer, habe ich immer eine mit dabei. Einfach so als, ja, vorsichtshalber. Dann habe ich Rapsöl mitgenommen von DM Bio. Und zwar, um Baby
nicht Brei, sondern die ganzen Gläschen oder das Essen eben, um das, da soll man ja immer noch ein bisschen was von dem Rapsöl mit reinmachen, um das Ganze einfach ein bisschen verträglicher zu machen, damit es auch besser durch den Darm geht und so weiter und so fort. Muss ich euch ja nicht erzählen, die Mama ist ja draußen, wissen, was ich meine. Und ich habe mich informiert und es sollte, oder es ist so, dass man halt eben Rapsöl auf jeden Fall anscheinend benutzen soll und ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht falsch informiert. Also ich habe jetzt ganz viele Videos gesehen und da hieß es Rapsöl, aber bitte nicht, die es in der Drogerie gibt. Da gibt es ja extra Rapsöl von Hip und von noch irgendeiner Marke und die sollen anscheinend ganz schlecht abgeschnitten haben. Die sollen nicht so gut sein, obwohl die extra für Babys sind. Man soll einfach so nach Rapsöl gucken, am besten irgendwas aus Bio. Und was wichtig ist, das hatte meine Hebamme mir gesagt, das Ganze soll kalt gepresst sein. Was auch immer das Ganze, ich habe keine Ahnung, wie eine Herstellung davon ist, aber es soll auf der Rückseite kalt gepresst stehen. Deswegen habe ich mich jetzt für einmal Bioöl entschieden. Wie gesagt, DM Bio, eine relativ große Flasche, damit das wird auf jeden Fall ablaufen, bis das Ganze aufgebraucht ist. Und hier steht Bio-Rapsöl, nativ, kalt gepresst. Ja, und deswegen denke ich, dass es in Ordnung ist. Also ich, ja, das, was ich mich jetzt informiert habe, könnt ihr mich gerne, was heißt korrigieren, aber wenn ihr eine andere Meinung habt oder wenn ihr ein anderes Wissen habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls ich mich da jetzt total vergriffen haben sollte. Dann habe ich hier so einen Saft mitgenommen. Von Baby Vita, 100% Saft, milder Apfelsaft. Ich wollte unbedingt Apfelsaft haben, da ist nämlich super viel Vitamin C drin. Und hier steht nach dem 4. Monat. Genau, also so sieht das Fläschchen aus. Und auf der Rückseite steht auch drin, dass da 100% Apfelsaft drin ist. Also hier steht Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat Vitamin C. Von der Natur aus glutenfrei. Und das war's. Was anderes steht da gar nicht als Inhalt drin. Und das fand ich sehr, 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 sehr gut. Ich, ja, man fängt ja dann mit den Monaten auch an, dem Kind immer mal wieder Wasser zu geben. Und es, ich habe wirklich fast von jeder Mama gehört, dass es ganz schwer ist, dem Kind plötzlich eine Flasche in die Hand zu drücken und da ist keine Milch mehr drin, sondern plötzlich nur noch langweiliges Wasser. Dass die meisten es verweigert haben. Und der Trick von den meisten Mamas, wo ich jetzt das gesehen habe im Internet oder auch die Mamas, die ich kenne, die machen immer so ein Schlückchen. 5 Milliliter, 10 Milliliter Apfelsaft. Also die meisten haben Apfelsaft gesagt und der Rest halt eben komplett ist, die ganze Flasche dann halt eben mit Wasser auffüllen. Dass da einfach so ein Hauch Geschmack drin ist und dafür habe ich das gekauft. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, hier steht es zwar nirgendwo drauf, aber ich würde es jetzt nicht dem Dias einfach so zum Trinken geben. Das ist schon sehr, da ist logischerweise auch Zucker drin. Aber für das, was ich euch gerade erklärt habe, dafür ist es gedacht. Und genau dafür habe ich eben dann auch mal hier so eine Trinkflasche mitgenommen, die dann halt eben hier diese Henkel an der Seite hat zum Festhalten. Und ich habe mich für Philips Avent entschieden, weil wir eben tatsächlich nur Philips Avent Schnullis und auch Flaschen benutzen. Wir haben uns durch Nook und alles Mögliche durchgetestet und der Dias mag einfach am allerliebsten Philips Avent. Das ist einfach seine Marke. Und hier steht, dass man eben, das ist so eine Lernflasche, Trink-Lernbecher nennt sich das Ganze. Hier steht auch wieder 4 Monate plus. Und ich das jetzt irgendwie hier ab. Moment, ich mache das mal so ab, dann könnt ihr das sehen. Die Trinksauger oder der Trinksauger ist jetzt nämlich genau der Sauger, den er momentan auf seinen ganz normalen Milchflaschen drauf hat. Auch die Größe 3, das ist auch die, die er aktuell hat. Mit der Größe 4 geht man erst ab 6 Monate los. Das heißt, er hat hier erstmal die Funktion, dass er sagt, okay, er kann mal versuchen, das Ganze selber zu halten und das einfach erstmal so erlernen. Und da ist dann immer noch dieser Sauger dran, den er sowieso schon gewöhnt ist. Und dann gibt es eben dafür dann so Sauger, die man dann darauf wechseln kann für die ganz normalen, die, so wie man es eigentlich dann hat. Das sind, also das ist der Sauger, der gerade drauf ist. Und dann kommt dieser Sauger drauf. Also man kann das dann einfach nur umändern, aber man soll erstmal sich das Kind an so eine Flasche überhaupt gewöhnen und hier mit den Griffen und so weiter und so fort. Also ich fand das ganz cool. Das gab es so bei den anderen Marken nicht, aber auch wenn es das jetzt nicht gäbe, dann hätte ich mich trotzdem für Philips Avent einfach entschieden, wie gesagt, weil wir alles von dieser Marke benutzen und er mit der sehr zufrieden ist und alles andere eher nicht so sehr mag. Genau. Dann die Maske, die ich gerade erwähnt habe, und zwar von Garnier Fruchtis. Gab es
Es gibt ja immer diese Aufsteller an der Seite, wenn da irgendwelche Neuheiten sind. Und da gab es 3 neue Masken. So sieht die aus. Die ist riesengroß. Die ist auch relativ teuer. Die hat 5,95 gekostet. Die ist sehr, sehr teuer. Es gab 3 verschiedene Masken. Einmal für trockenes Haar, einmal für geschädigtes. Und das eine hatte irgendwie, glaube ich, nach Banane oder sowas gerochen. Also es ging gar nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt Banane war, aber irgendein komischer Duft. Dann Papaya, das war okay. Und das hier war der allerleckerste Duft überhaupt. Und das ist genau für mein Haar. Und zwar für koloriertes Haar. Yoji. Also das ist einfach aus der Yoji-Frucht. 3-in-1 Maske für koloriertes Haar. Okay, ich habe mir das alles selber noch nicht richtig durchgelesen. Auf jeden Fall ist es, also das ist biologisch abbaubar. Es ist vegan. Dermatologisch getestet, pflanzliche Öle sind drin, es sind keine Silikone, keine Parabene, keine künstlichen Farbstoffe drin. Hört sich alles schon mal sehr gut an. Und warum ist das denn jetzt eine 3-in-1 Maske? Als Spülung kann man sie benutzen, als Maske oder als Leave-In. Oh, okay. Also für die Spülung, ganz normal als Spülung ist hier die Beschreibung, dann als Maske, ganz normal als Maske, eben ein paar Minuten einwirken lassen. Oder als Leave-In, also auf feuchtem oder trockenem Haar anwenden. Ganz eine kleine Menge in die Längen und Spitzen einmassieren. Das Haar wird gepflegt und die Farbe strahlt. Okay, finde ich ein bisschen schwierig. Punkt 3, also als Conditioner, also als Spülung zu verwenden, als Maske ja, aber als Leave-In würde ich... Das ist immer schwierig, gell? Da muss man ganz, ganz, ganz arg aufpassen, dass sowas nicht dann fettig wirkt. Also ich benutze da lieber meine Haaröle auf jeden Fall. Das riecht so lecker. Also das brauche ich euch nicht zeigen. Das ist eine ganz normale weiße Maske. Die riecht unglaublich lecker. Also da müsst ihr mal dran riechen. Ich finde die richtig, richtig... Ich finde die so gut. Und meine aktuelle Maske ist jetzt sowieso bald leer im Badezimmer. Ich habe zwar noch welche zu Hause, aber ich werde die jetzt erstmal in den Badezimmer stellen, weil das interessiert mich sehr, sehr, sehr. Ja. Also irgendwie sehr natürlich gutes Produkt anscheinend. So, und die letzten Sachen sind die Gläschen. Habe ich euch im letzten Blog ja schon gesagt. Ich habe von jedem Gläschen jetzt mal eins mitgenommen und will dann selber kochen, beziehungsweise auch ein paar Gläschen für den Notfall zu Hause haben. Ich möchte mich aber erst einmal durchprobieren, was er denn mag. Also, ich habe alles hier nach dem 4. Monat gekauft. Und zwar einmal reine Frühkarotte. Ohne Salz, ganz wichtig. Das erste Jahr soll man ja komplett auf Salz verzichten. Ich habe mich übrigens für die Marke Hip entschieden. Keine Ahnung, hat mich irgendwie am meisten angesprochen. Ich wurde damals auch damit gefüttert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Hip hat mich irgendwie angesprochen. Also einmal die reine Frühkarotte. Dann habe ich die weiße Karotte, die habe ich schon zu Hause. Die habe ich von Hip zugeschickt bekommen gehabt. Deswegen habe ich die schon zu Hause. Dann einmal der Kürbis. Und noch eins hatte ich gehabt, die Pastinake. Genau, also für die 3 beziehungsweise dann noch die 4. habe ich mich entschieden. Da werde ich mich durchprobieren und schauen, was mag der Lias, was mag der Lias nicht. Weil dann geht es weiter in die Gläschen. Dann gab es jeweils Karotte mit Kartoffel oder Kürbis mit Kartoffel oder Pastinake mit Kartoffel. Und dann jeweils dann noch dazu mit Fleisch. Ja, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie schon mal mit Kartoffel zum Beispiel irgendwie Karotte mit Kartoffel kaufen. Dabei mag er keine Karotte, sondern vielleicht lieber Kürbis. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich erstmal nur die 4, also diese 4 dann jetzt zu Hause und werde mich da einfach mal durchtesten. Und wenn ich dann eben weiß, was er mag, dann kann ich das jeweilige dann auch zu Hause kochen. Bevor ich dann koche und mache und tue und er das gar nicht mag und nicht annimmt, das bringt mir überhaupt nichts. Deswegen werde ich da erstmal testen. Und man sagt ja... So habe ich das jetzt mich belesen und informiert. Man soll ja zu diesen Gläschen eben dieses Rapsöl mit dazugeben und ein Löffel Obst. Oder je nachdem, man muss dann halt eben die Verhältnisse schauen, wie viel man eben braucht. Es war, glaube ich, wegen dem Vitamin-C-Gehalt gewesen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also das Öl war irgendwie für die bessere Verdauung, damit es besser flutscht. Weil der ganze Darm muss sich ja dann auch, oder ja, der Magen muss sich ja erstmal umstellen, wenn man dann plötzlich hier so Brei bekommt. Und ich glaube, dass man Obst reinmachen sollte wegen der Vitamin-C-Geschichte, dass das dann auch nochmal besser vom Körper aufgenommen wird. Dass hier das Vitamin C besser aufgenommen wird, weil Frucht drin ist. Irgendwie so war das gewesen. Auf jeden Fall hat das auch jeder erwähnt und jeder gesagt und überhaupt. Deswegen habe ich hier auch zweimal, halt eben nach dem 4. Monat. Einmal habe ich Birne mitgenommen und einmal Apfel. Und das sind auch, das hier ist Bio-Apfel. Ist das auch, ich glaube, das ist alles Bio. Ja, ich sehe es gerade.
Ja, hier ist überall der Bio-Siegel drauf, also alles Bio. Bio, Bio, Bio. Ich lege da für uns persönlich ja ehrlich gesagt nicht so Wert drauf. Also ich gehe nicht unbedingt in den Supermarkt und kaufe da Bio oder sowas ein. Ich kaufe da ganz normal ein, aber irgendwie achte ich dann auf anscheinend schon ein bisschen drauf. Keine Ahnung. Also bei den anderen habe ich gar nicht drauf geachtet, aber bei dem Obst, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Einmal Apfel und einmal Birne habe ich jetzt mitgenommen und auch da möchte ich mich einfach durchtesten und eben schauen. Das war's schon gewesen. Das war vielleicht doch gar nicht so viel, es waren einfach nur große Sachen, deswegen wollte ich jetzt auch keinen separaten Haul dafür machen. Dennoch, ey, das ist also unglaublich, ich weiß nicht, ich müsste mal zusammenrechnen, wie viel ich in einem Jahr in DM gelassen habe. Also wie viel Geld ich im DM ausgegeben habe, das ist doch krank. Weil jetzt waren es auch wieder etwas über 95 Euro. Krass, oder? Ja, okay. Alleine diese Dinger hier kosten 12 Euro. Also damit hat man ja schon mal viel mit. Oder hier das 6 Euro oder das hier 5 Euro. Das geht halt schon recht flott. Achso, ich habe euch die Preise jetzt nicht gesagt. Ich sage das schon lange nicht mehr in DM-Holz. Ich denke mir halt so, ja, das sind Sachen, die kriegt man im DM. Man kann ja dann selber schauen, wenn man das Ganze einkaufen geht, ob man sich das leisten möchte oder nicht. Die Flasche hier hatte 8 Euro gekostet. Alles andere war, glaube ich, recht günstig gewesen. Ich glaube, diese Löffel gab es für 3 oder 4 Euro. Ja, ansonsten, wenn euch was interessiert, dann schaut da einfach im DM vorbei. So, das war es jetzt gewesen. Ich glaube, ich werde mich auch gar nicht mehr großartig heute bei euch melden. Ich glaube, heute kommen auch gar keine Pakete an. Aber ich hoffe, dass diese Woche Pakete ankommen. Denn am Samstag hat meine Mutter Geburtstag. Da müssen wir auf jeden Fall noch was besorgen. Und eine Kleinigkeit habe ich eben online bestellt. Ich weiß allerdings nicht, wie das Verhältnis ist. Doch, ich glaube, ich kann es euch schon mal alles sagen. Zumindest das für meine Mutter. Ich hatte so ein Kissen bestellt, wo dann drauf steht. Oder wisst ihr was? Ich zeige es euch einfach, wenn es dann geliefert wird. Weil sonst macht das alles gar keinen Sinn. Dann zeige ich es euch, wenn es geliefert wird und erzähle euch jetzt schon was davon. Das macht alles gar keinen Sinn. Also ich habe für Vatertag Sachen bestellt, für meine Mama Sachen bestellt. Ich brauche auf jeden Fall noch was zum Muttertag. Weil das Ding ist, wenn Vatertag ist, sind wir gerade im Urlaub. Und deswegen möchte ich was dort mit hinnehmen, was ich jetzt dann hier schon vorbereitet habe. Das werde ich euch aber dann erst zeigen, weil ich weiß, dass Leute von seiner Seite auch, von seinen Freunden oder deren Frauen, die Freunde, keine Ahnung, es gucken auf jeden Fall Leute meine Videos, das weiß ich, die ihn auch kennen und ich möchte nicht, dass da am Ende irgendwas rausgeplaudert wird oder dass er plötzlich auf die Idee kommt, doch mal ein Haul, also ein Video von mir zu sehen. Der hat dafür gar keine Zeit eigentlich, aber trotzdem. Ich habe richtig coole Sachen, zwei Sachen gekauft, bestellt, die müssten geliefert werden, die sind aber auch selber gestaltet, also das ist alles so ein bisschen persönlicher. Ja, weil das ist ja sein erster Vatertag und auch vom ersten Kind und so weiter. Und deswegen möchte ich da schon, wollte ich irgendwie was Individuelleres, als jetzt irgendwie ihm ein Parfüm oder sowas zu schenken. Deswegen schon irgendwie was Schönes. Sieht echt, echt cool aus. Ich bin sehr gespannt. Und das werde ich in den Urlaub mitnehmen und ihn dann auch im Urlaub schenken. Und wir kommen, soweit ich weiß, an einem Samstag zurück und an dem Sonntag, also einen Tag danach, ist schon Muttertag. Und dann habe ich natürlich keine Zeit mehr, großartig was für meine Mama zu besorgen. Ich könnte es meiner Schwester auch in Auftrag theoretisch geben. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Weil ich habe jetzt nur was besorgt, praktisch als Omi. Ja, also das wird sie dann aber zum Geburtstag jetzt bekommen. Genau, also meine Schwester und mein Freund und ich, wir schenken meiner Mama was zum Geburtstag. Und der Lia soll so als Omi-Geschenke sowas extra, gell? Meine Mutter ist ja jetzt auch das erste Mal Oma geworden. Und das ist für sie bestimmt auch was Schönes, wenn sie dann mal vom Enkel was geschenkt bekommt. Oder später dann mal, wenn der dann selber malen kann und basteln kann und so weiter. Ja, aber deswegen habe ich da auch nochmal was besorgt. Das zeige ich euch aber, wenn es dann, sobald es geliefert wurde. Und ja, wenn heute nochmal was passieren sollte, spontan oder was geliefert wird, melde ich mich nochmal. Ansonsten, wenn nicht, melde ich mich einfach morgen wieder bei euch. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog wieder gefallen hat. Es war eigentlich nur ein reiner Haul. Ja, dann lasst mir einfach einen Kommentar da, wenn ihr irgendeine Information zu irgendwas haben wollt oder irgendeine Info mir geben wollt zu den Sachen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen oder auch über ein kostenloses Abo. Das sage ich nie in meinen Vlogs, absolut nie, das wisst ihr, für die, die mich jetzt schon länger verfolgen. Aber falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann sehen wir uns nämlich auf jeden Fall in den nächsten Videos wieder. Und ja, darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Deswegen hoffentlich bis zum nächsten Video. Also macht's gut, ciao, ciao!